Und schon wieder grüßt Qui-Gon. Der Typ wird langsam echt penetrant. Ja, wir haben jetzt endlich auch, was den Fortschritt des Spiels angeht, den zweistelligen Prozentbereich erreicht. Hip hip, hurra! So, und jetzt folgt Kapitel 5. Und es ist die Kanonenbootskavallerie. Viel Spaß! So, und auch hier wurde die Steuerung grundlegend überarbeitet und der Steuerung von LEGO Star Wars 2 angepasst. Eine Tatsache, mit der ich auch bis heute nicht zurechtkomme. Leider. Also es tut mir leid. Aber das hier wird das nächste Level, wo ich einfach nur abartig fehlen werde. Also failen werde. Nicht fehlen, sondern failen werde. Aber ich komme damit nicht zurecht. Vorher war es einfach so, man konnte mit den Fighters nach links und rechts steuern. Mehr auch nicht. Und dann einfach mit der Vorder- und Rücktaste einfach ganz normal bremsen. Oder beschleunigen. Jetzt kann man hier wieder links Kreise drehen. Man kann wieder diese Loopings und Schrauben machen. Ah! Also, ich komme. Also, das ist doch echt nervig. Ah! Nein, jetzt geht er durch! Mann, diese Spacko-Steuerung! Hä? Hä? Aha. Aha. Toll, danke. Für nichts. Ja, und da kommen Herrscharen von Hellfire-Druiden und von Spinnen-Druiden daher. Ist ja großartig. Toll! Ach, das geht. Ach, da kommt man nur durch, wenn man ein TIE Fighter ist. Okay. Dass man damit nicht in der Lage ist, abzubremsen, ne? Okay, warum geht das nicht? Brauche ich dafür diese Dinger da? Hm, sieht so aus, ne? Alter, immer dieser verkackte Loopy, ne? LEGO Star Wars 1 war es noch einfach. Da konnte man einfach auf diese Kontrolldinger draufballern, kaputt machen und dann hatte sich das. Nein, jetzt braucht man hier solche bescheuerten Bomben, die man hinter sich herziehen muss, die einfach blitzschnell reißen. Oh. Und ihr seht, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Yay! Ups! Nein, Kanonenboot, du sollst doch nicht in den Abgrund fahren. Reiß dich zusammen, du bist der Stolz der Republik. Naja, also jetzt halt im Moment noch. Dann. Später dann nicht mehr, aber das muss ja keiner erfahren. Funktioniert tatsächlich. Meine Güte, wie viel Geld kann man denn hier holen? Ich fliege einfach durch, ne? Macht ja eh keinen Unterschied.
Ich kann ja nicht bremsen. Und wenn ich ein Looping machen würde, dann würde der so weit ausholen für den Looping, dass ich sowieso reinfahren würde. Von daher, who cares? Danke. Irgendwo ist Geld. Da. Endlich gibt's wieder was zum Zerschießen. Ihr glaubt, ihr kriegt mich? Nein, ihr besiegt mich nie. Jetzt durch da und wir zerballern Herrscharen von weiteren Druiden. Toll, ich brauche schon wieder so ein Ding. Danke für gar nichts. Ich baller mir erstmal den Weg frei. Wow! Nein, nicht schon wieder so ein Ding. Aua! Irgendwas schießt auf mich. Oh mein Gott. Ach, die Bombe ist eh weg. Okay, ja, dann ist ja auch egal. Dann kann ich auch gleich drauf gehen. Dann ist es ja nicht so schlimm. Ich sehe nicht, wo ich bin. Aber das ist ja nichts Neues. Auch hier kann man offenbar wieder vor eine Wand fahren. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich glaube schon. Ja, also diese Laser-Protonenstrahler, die gab es auch schon im 1er Star Wars, aber nicht so viele. Also tut mir leid. Aber das ist irgendwie affig. Ja, es war sogar relativ einfach im ersten Lego Star Wars. Auch das muss man sagen, ja. Aber irgendwie fehlt den Leuten hier, glaube ich, ein bisschen der Feinsinn. Weil das ist jetzt schon ziemlich schwierig. Wenigstens hatte das Ding noch den Anstand, in die Luft zu fliegen, ne? Kanonenboot. Nein! Au! Aua! Aua! Manu! Warum kann ich das nicht? Huch! Ich sehe nichts. La la la. Ach, das sind ja nochmal drei von den Dingern. Ich komme da eh nicht lebendig durch, glaube ich, oder? Flieg, Kanonenboot! Flieg! Sofern es deine Servomotoren ermöglichen. Nein, nicht in die Hellfire-Druinen! Soll man das jetzt noch was sagen oder lieber nicht? Ich weiß die Antwort, lieber nicht. Ich lasse mich mal kurz abballern am besten, oder? Warum ich das tue? Ganz einfach. Mit 4 Herzen habe ich größere Chancen, durch diese Millionen Protonenstrahler zu kommen, als mit einem. Ist doch ganz logisch. Schwere Geburt, Mister. Toll. Ich werde hier reingeschmissen. Irgendwie. Auch das war im ersten Star Wars einfach nur ganz einfach. Man konnte wirklich nur nach links und rechts steuern. Wirklich nur nach links und rechts. Also quasi wie so, als wenn ich mich jetzt hier seitwärts bewegen würde. Und da musste man einfach nur diese Dinger zerballern. Vor allem weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt daran geändert haben, was ich jetzt genau tun muss. Muss ich jetzt die Dinger hier kaputt machen? Eigentlich musste man vorher diese Dinger kaputt machen. Und dann. Ach! Ja, leck mich doch am Arsch! Ey, diese Bomben, ne? Ich halte das für kein vorteilhaftes Feature. Entschuldigung, aber... Nee. Mir gefällt es einfach wirklich überhaupt nicht. Aha.
Also im freien Spiel hole ich mir, wenn Verstärkung. Da hole ich mir dann, wenn jemanden dazu, der das kann. Ich drehe mal erstmal eine Runde, ne? Aha, warum gibt es hier zwei Stationen auf einmal und dann auf dem Heimkilometer wieder nix? Ja, mache ich den kaputt auch, okay. Habe ich auch kein Problem mit. So, und jetzt muss man nämlich die Dinger kaputt machen. Ja, daran hat sich nichts geändert. Oh, ein Power-Up. Oh, ein Power-Up. Oh, und keine Station in der Nähe. Ja, ist ja Wahnsinn. Ey, ganz ehrlich, wie behindert sind diese Stationen verteilt? Also, Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt mal benutze, aber... Oh, ein Power-Up! Oh! Ja, siehst du, und jetzt ist hier nämlich wieder nix. Oh, ein Power-Up. Los, komm her. Lass dich benutzen. Ich sagte, lass dich benutzen. Dann lass dich halt nicht benutzen. Wenn du meinst, dass du heute so scheiße sein musst, Bombe. Ja, dann. Dann stirb. Ja! Ich habe doch noch den wahren Jedi-Bonus erfüllt. Und wir übernehmen das Republic Gunship in unsere Sammlung. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich den Bonus noch erfülle, nachdem ich da so wieder massig gefailt habe. Aber gut. Letzten Endes haben uns diese Steuerpaneele des Föderationshauptschiffes dann doch den Arsch gerettet. Und Geld! Nice. Ja, wenigstens ein paar Minikits, ne? Wow. Nicht schlecht. Na, wer konnte erkennen, was da am Ende bei rauskommen soll? Ich weiß es. Und ab in die Kantine. Ja, Qui-Gon tanzt schon auf dem Tisch. Na, kam ich auf den Becher? Kann ich auf den Becher? Was für ein epischer Moment. Qui-Gon Jinn steht auf einem Becher. Guckt euch das an. Also, das ist ein Moment für die Ewigkeit. Und deswegen nutze ich das, um auch jetzt nochmal eine Pause zu machen. Und beim nächsten Mal kommt... Na, genau. Das letzte Kapitel in der Episode 2. Freut euch drauf, dranbleiben und bis... zum nächsten Mal.